Was man sehr genau weiß, wenn jemand Marihuana zum ersten Mal raucht, können Tests das für ungefähr 3 Tage nachweisen. Zum ersten Mal, also wir haben Jugendliche zwischen 18 und 25, da hat jeder Vierte das schon mindestens einmal geraucht. Also so viele Erstraucher gibt es gar nicht mehr. Insofern ist es ein sehr, sehr weit verbreitetes Phänomen, um es einfach mal so zu beschreiben. Bei jemand, der Marihuana 3 oder 4 Mal pro Woche raucht, dann dauert es schon 5 bis 7 Tage, bis es nicht mehr nachweisbar ist. Bei jemandem, der ständig eben seinen Joint raucht oder eben Medizinalhanf zu sich nehmen muss, da kann man es auch 1 Monat später noch nachweisen. Und der Rahmen hängt natürlich von der Art des Tests ab, den du machst. Allgemeine Schätzungen für Marihuana-Tests, naja, Urintests können Marihuana im Urin bis zu 4 Wochen ungefähr nachweisen. Speicheltests können Marihuana nach Gebrauch für circa einen Tag, also 24 Stunden, nachweisen. Es gibt einige Speicheltests, die schaffen es bis zu 72 Stunden. Die sind dann aber nicht mehr so präzise. Dann gibt es Haartests, das sind die empfindlichsten Tests, die THC eben bis zu 90 Tage nach Gebrauch nachweisen. Diese Tests testen jedoch das Öl in der Haut, das auf das Haar übergeht. Und so können die gelegentlich einen falsch positiven Test aufweisen.